Auch in diesem Jahr sind die Blockupy-Proteste der Versuch, den Widerstand gegen die europäischen Krisen- und Verarmungspolitiken nach Deutschland zu holen. Konkret nach Frankfurt, einem Zentrum des europäischen Finanzsystems. Um 5 Uhr morgens machten sich knapp 2000 Menschen auf den Weg, die Zugänge zur Europäischen Zentralbank zu blockieren, um symbolisch einen Akteur des Krisenmanagements lahmzulegen. Dies gelang trotz strömenden Regens und setzte ein kraftvolles Zeichen gegen Spardiktat und Sozialabbau im Namen der Währungssicherheit. Weil wir sozusagen die Banken damit unter Druck setzen wollen in der Öffentlichkeit, dass sie wissen, wir kriegen das mit und dass sie sich nicht in der Öffentlichkeit hinstellen können mit ihrem sauberen Image und sagen können, wir haben ja mit dem ganzen Bösen, was auf der Welt passiert, nichts zu tun. In der teuersten Einkaufsstraße Deutschlands kam es am Mittag zu Aktionen rund um das Thema Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie und brutale Ausbeutung in Ländern wie China, Indien oder Pakistan. We choose this place to come here and visible this brand that what they are doing in South Asia. We blame them for that they are not implementing the labor laws of the countries in the factories. They are just getting the money from our work. Auch am Flughafen stellten sich Hunderte gegen eine menschenunwürdige Politik. Hier am Beispiel der deutschen Abschiebepraxis und der europäischen Abschottungspolitik. We want to block this airport to don't take the refugee again to their countries because they still in a insecure situation. So when we come here, they want to kick me out. They want to stole my dignity, my humanity. So I would like to speak about the people who is really in a bad situation in his country, who is living still refugee in his country, still living in a bad tense, bad situation ever, man. Keine Überraschung ist, dass die Deutsche Bank erneut im Zentrum der Kritik stand. Naja, letztes Jahr haben wir ja schon mal gegen die Deutsche Bank und gegen die Lebensmittelspekulation der Deutschen Bank demonstriert. Damals waren noch alle Großbanken, deutsche Großbanken, aber auch französische und englische dabei. In der Zwischenzeit hat sich das merklich reduziert. Diverse französische Großbanken sind ausgestiegen, die Barclays Großbank ist ausgestiegen. Auch hier in Deutschland sind diverse Banken ausgestiegen, die Commerzbank unter anderem. Nur die Deutsche Bank, die Allianz Bank sind weiterhin dabei. Das sind die beiden größten Spekulanten weltweit mit Nahrungsmitteln. Und wir haben die Einschätzung, es lohnt, den Druck aufrechtzuerhalten, weil hier wäre tatsächlich was zu erreichen. Und wenn die nicht mehr mit Lebensmitteln spekulieren würden, dann würde das 40 bis 100 Millionen Hungernde weltweit weniger bedeuten. Das ist ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen. Auch in diesem Jahr wurden Busse stundenlang kontrolliert und das Recht auf Bewegungs- und Demonstrationsfreiheit massiv eingeschränkt. Dazu gehörten auch dreist offensichtliche Provokationen von Greiftrupps mitten in der Demonstration. Die Aktivistinnen reagierten kraftvoll, jedoch ohne die von der Staatsgewalt vermutlich erhofften Riot-Bilder zu liefern. Die große Kraftanstrengung vieler Gruppen und Initiativen, die diese erfolgreichen Aktionen möglich gemacht haben, verdient jede Anerkennung. Ob das Blockieren von Orten und Plätzen auch weiterhin eine favorisierte Aktionsform sein sollte, muss jedoch diskutiert werden. Denn die jährliche Wiederholung eines Protestkonzeptes macht dieses nicht wirkungsmächtiger.